Wissenschaftliche Publikationen sind grundlegend für menschlichen, technischen und gesellschaftlichen Fortschritt. Doch betrügerische Fachzeitschriften untergraben die Glaubwürdigkeit wissenschaftlicher Veröffentlichungen und somit die des gesamten Forschungsprozesses. Trotzdem weiß kaum jemand über die Thematik Bescheid. Habt ihr den Begriff Predatory Journal oder Fake Journal schon mal gehört? Nein, leider ich nein. Auch nicht, nein. Ich nicht, nein. Nein. Fake Journal nicht wirklich, nur Fake News. Die Bibliothek der Uni Graz veranstaltet Workshops und Vorträge rund um das Thema wissenschaftliches Arbeiten. Sie können aber natürlich auch sehr schlecht sein. Räuberische Verlagspraktiken waren das Thema der letzten sogenannten Coffee Lecture mit Frau Magister Karin Lackner. Dann vielen Dank und ich hoffe, es war informativ. Unter Predatory Journals versteht man Zeitschriften, die sich als wissenschaftliche Fachzeitschriften ausgeben und die verlagsüblichen Leistungen versprechen. Dazu zählen beispielsweise Lektorat und Korrektorat, das Durchführen einer Peer Review, professionelles Layout, Marketing, die Bereitstellung von Metadaten zur Übernahme in Datenbanken und Bibliothekskatalogen oder auch die Indexierung in Fachdatenbanken. Für all diese Leistungen, die sie versprechen, verlangen die Zeitschriften eine oft hohe Publikationsgebühr. Allerdings erbringen sie diese Leistungen oft gar nicht oder nur sehr mangelhaft. Es handelt sich hier also streng genommen um Betrug. Ein grundlegendes, großes Problem bei Fake Journals oder Predatory Journals ist die fehlende Qualitätssicherung. Man kann sich in diesen Fällen einfach nicht mehr darauf verlassen, dass Studien, Forschungsergebnisse, die in wissenschaftlichen oder eben vermeintlich wissenschaftlichen Zeitschriften erscheinen, tatsächlich qualitätsgeprüft sind und damit auch wissenschaftlich fundiert sind. Unwissenschaftliche Aufsätze, die bei seriösen Fachzeitschriften sofort abgelehnt werden würden, und auch Verschwörungstheorien werden daher oft in Fake Journals publiziert. Hinter Predatory Publishing steht auch viel Geld. Es ist eine Möglichkeit, mit relativ geringem Aufwand schnell viel Geld zu verdienen. Also man kann hier bei einzelnen großen Publishern von einem Jahresgewinn von 1 bis 2 Millionen Dollar im Jahr ausgehen. Das heißt, man kann auch in Zukunft davon ausgehen, dass die Anzahl an Predatory Journals massiv zunehmen wird. Die Opfer von Predatory Journals sind neben den getäuschten Lesern hauptsächlich die publizierenden Wissenschaftlerinnen. Eine Veröffentlichung in einem unlauteren Journal kann einem neben viel Geld auch die weitere wissenschaftliche Laufbahn kosten. Zum einen geht es hier wirklich um die eigene Reputation und die wissenschaftliche Karriere. Wie bereits von meiner Kollegin gesagt, gibt es in Predatory Journals nicht die Qualitätssicherung, die man sich sonst von seriösen Fachzeitschriften, vor allem in Form der Peer Review, erwartet. Das heißt, Predatory Journals haftet damit der Ruf an, dass hier nicht gesicherte wissenschaftliche Forschungsergebnisse publiziert werden. Wenn man nun selbst in so einem Journal publiziert, fällt man natürlich sofort unter Verdacht, dass auch die eigenen Ergebnisse nicht wissenschaftlich gesichert sind. Warum publizieren Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler nun in Predatory Journals? Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen ist der Internetauftritt solcher Journals oft schon sehr gut und professionell gemacht. Das heißt, Predatory Journals sind sehr schwer zu erkennen. Die Raubverleger verdienen nicht ausschließlich an Forschern, die in die Irre geführt wurden. Manch einer sieht in den niedrigen Anforderungen der Predatory Journals eine Möglichkeit, einfach Arbeiten zu veröffentlichen. Predatory Journals sind gerade auch in den letzten Jahren in den Ruf gekommen, dass es vor allem von Wissenschaftlerinnen genutzt wird, um auch ihre eigene Zahl an Publikationen zu erhöhen und bewusst auch Qualitätskontrollen zu umgehen. Zum Beispiel haben es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ärmeren Ländern schwerer, in den westlichen Top-Journals unterzukommen. Sie sind genauso gezwungen, andere Publikationsmöglichkeiten zu finden, um auf ihre Anzahl an Publikationen zu kommen. Predatory Journals sind daher oft ein Ausweg, denn diese Journals nehmen praktisch alles zur Publikation, solange die Article Processing Charges bezahlt werden. Das Internet bietet den Raubverlagen einen einfachen Weg, in kurzer Zeit an möglichst viele potenzielle Opfer heranzutreten. Auf Predatory Journals stößt man einerseits bei der Suche in Suchmaschinen, andererseits bzw. in den meisten Fällen aber über diese sogenannten Calls for Papers, also die Aufrufe, in einer Zeitschrift Publikationen einzureichen.
Diese Massenmails verraten sich oft schon durch unprofessionelle Mailadressen von Gratis-Providern wie Gmail, Yahoo oder Reddit. Auch der Inhalt folgt meist einem einfachen Schema. Generische Anrede wie Dear Colleague oder Dear Author. Meistens werden auch Titel und Abstract einer schon veröffentlichten Arbeit genannt, damit das Mail persönlicher wirkt. Dann eine schmeichelhafte Floskel Your paper has impressed us a lot. Oder Your paper has drawn attention and interest from researchers and scholars. Schließlich wird man aufgefordert, doch ein ähnliches Paper einzureichen. Diese Calls for Papers haben den Nachteil, dass vor allem junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die noch wenig Erfahrung haben im Publizieren, sich hier sehr freuen und sehr geschmeichelt fühlen, solche Calls zu bekommen und auch eine Chance sehen, ein weiteres Paper publizieren zu können. Auch auf den Websites der Raubverlage wimmelt es von roten Flaggen. Beim Namen des Journals fängt es schon an. Schlagwörter wie international, modern oder professionell sind nichts als Schall und Rauch. Einige ahmen ganz bewusst Namen und Webauftritt renommierter und bekannter Fachzeitschriften nach. Die Postadresse, wenn überhaupt aufzufinden, ist frei erfunden oder führt zu einem Privathaus oder zum Sitz einer anderen Firma. Der Impact-Faktor wird aus dem Hut gezaubert oder eine andere, dubiose Metrik wird angeführt. Namen bekannter Wissenschaftler können im Editorial Board ohne Einwilligung dieser angeführt werden. Manchmal werden auch schon verstorbene oder fiktive Personen genannt, um ein großes Team vorzutäuschen. Versprechen wie rasche Publikation für wenig Geld wirken oft zu schön, um wahr zu sein. Und genau das sind sie auch. Denn die langwierigste Phase in dem Publikationsprozess vom Einreichen bis zum Erscheinen ist eigentlich die Begutachtungsphase, der sogenannte Peer-Review-Prozess. Üblicherweise gibt man den Gutachtern relativ kurze Zeiten von 2 Wochen, die kaum eingehalten werden können, meistens dann 3 Wochen, sodass er nach 5 Wochen des Einreichdatums oft eine Entscheidung anstehen kann. Diese Zeiten sind auf alle Fälle also bei weitem über dem, was also Fake-Journale als Publikationsdauer von 2 Wochen angeben. Schnell und billig. So funktioniert kein fundierter wissenschaftlicher Prozess. Dazu muss man auch sagen, Predatory Journals lassen sich nicht einfach an einer Handvoll 4, 5 Kriterien identifizieren. Es gibt hier einen großen Graubereich, gerade zu qualitativ minderwertigeren Journals. Rechtlich gegen Predatory Journals vorzugehen, ist aufgrund zahlreicher juristischer Hürden schwierig. Es ist also davon auszugehen, dass sie in den kommenden Jahren Teil des wissenschaftlichen Betriebes bleiben werden. Es liegt also am Einzelnen, genau zu prüfen, bei wem man publiziert. Hat man bei einer Zeitschrift, die man für eine Publikation in Betracht zieht, den Verdacht, dass diese unseriös sein könnte, sollte man auf jeden Fall Experten kontaktieren. Wie wir es an der Universität Graz handhaben, ist, dass wir Wissenschaftlerinnen zuerst einmal einige Kriterien bieten, dass es ein gewisses Bewusstsein für das Phänomen gibt und sie auch sozusagen die Tools haben, um fragwürdige Journals zu erkennen. Damit können sie sich dann an uns wenden. Eine genauere Prüfung braucht mehrere Stunden, ist aber notwendig, um hier auch wirklich eine fundierte Entscheidung treffen zu können.